Ich habe bestimmt 5 oder 6 Mal geladen. Jedes Mal abgekratzt, ohne dass ich es gesehen habe, wie. Und ja, ich hoffe mal, das waren jetzt alle gewesen. Also das waren jetzt mindestens 5 gewesen. Und jetzt heilen wir uns erstmal. Wir nehmen was in Großen. Na. Oh, manchmal. Ja. Hab ich hier vorne eigentlich auch noch einen Toten. Hier liegt auch noch einer im Busch. Oh, wenn 6 Viecher auf einmal angerannt kommen. Den habe ich schon ausgenistet hier. Was liegt hier noch? Ein Jagdmesser. Hm. Sag mal, habe ich eigentlich noch mal ein besseres Schwert? Geschicklichkeit. Meine Marete habe ich. Das nehmen wir natürlich. Ja. Jetzt haben wir ein besseres Schwert immerhin. Das ist schon mal gut. Und jetzt schaue ich mal, ob hier hinten noch mehr Trottel stehen. Oh, tatsächlich, hier stehen tatsächlich noch mehr. Oh, ein einzelner bloß noch. Und der wird jetzt sterben. Wenn du jetzt deinen dummen Arsch gleich ab. Also verlierst. Du blödes Mistvieh, ey. So, ich hoffe doch mal, dass das jetzt hier alles war, bis auf diesen Häuptling eben, der noch fehlt. Der Häuptling steht ja hinten und der könnte ein bisschen schwerer werden, theoretisch. Ich hoffe mal, dass der was auch ist jetzt hier und dass es jetzt keine Probleme gibt hier. Ah, Häuptling. Haha, es gibt selbst unter Gnome gibt es noch eine Rangordnung. Der hat sogar einen Helm auf. Wow, der ist stark. Du Arsch. Oh, zum Glück habe ich jetzt eine Marete. Ja, wieder nicht im dümmsten Moment speichern. Ja, und da ist 100 Erfahrungspunkte wert gewesen. Holz verwachst. Hm. Und ein Knüppel. So, damit hätten wir jetzt. War das jetzt der Häuptling hier? Ich hoffe mal, dass das der Häuptling war jetzt. Also, es ist jetzt keine Quest gekommen oder so. Was haben wir denn hier? Noch ein Bienen. Okay. Mana-Trank, Bolzen und Pfeile. Wir haben ein Bett zum Schlafen, das ist schön. Bis mittags schlafen. Hm. Katzen können wir nicht mitnehmen. So, was hat er jetzt hier hinten gemacht? Na, überleg dir mal, wenn der Häuptling hier noch mitgekommen wäre vor uns. Boah. Was für eine Vorstellung. Grabstein. So, hier drin ist noch irgend so eine Stachelratte. Hier. Na, kommt her. Nummer 1. Nummer 3. Ja, Stachelratten sind jetzt eigentlich kein großes Problem mehr hier. Aber wie gesagt, ein bisschen Vorsicht ist angebracht bei solchen Viechern. Danke. Okay, hier kann ich nicht graben. Aber mich würde es wundern, mich würde es interessieren, wer hier gewohnt hat. Ist leider nichts zu holen. Naja. Ja, schwarze Wölfe. Wir wollen ja jetzt zu dieser. Was ist das hier? Ein Schwert. Ah, bringt alles Geld, sag ich mal. Wir nehmen alles mit.
Wir haben ja zum Glück keine Gewichtsbeschränkung hier. Vorne ist die Hängebrücke. Hier ist eine Pflanze. Auch eine Pflanze. Oh, die Gnome sind wirklich nervig. Kleine hässliche Gnome. Wer steht auf kleine hässliche Gnome? Bitte melden. Oh nein. Wolf, dann können wir ja schon mal einen ersten Treffer mit Armbrust geben. Ja. Zum Glück ist er alleine. Irgendwie ist er nicht gerade der hellste. Ja. Ja, ist gleich tot. Und das war's. 120 Erfahrung. Nicht schlecht. Was ein einzelner Wolf hier an Erfahrung bringt. Wichtelkappe, okay. Ah, das ist jetzt der Wasserfall. Hier oben müsste die Festung sein, glaube ich. Ah, ne, dort hinten. Gut, da oben waren wir vor uns. So, und jetzt haben wir mal zu dieser kleinen Burgruine gehen hier. Speichern. Die Stachelratten besiegen. Drei Ratten. Gut, der eine macht einen kurzen Prozess. Hilft noch nicht viel. So, Nummer 2. Und Nummer 3. Alle drei auf dem Haufen. So, hier haben wir noch eine schöne Blume. Beere. Das Gute ist, wir können gleich zur Vulkanfestung zurück, sobald wir hier diese... Oh, schön wieder am Knoben. Verdammt. Oh, jetzt habe ich schon wieder mit Knoben hier, ey. Oh, hör mal mit Knoben, ich will keine Knoben mehr sehen. Vor allen Dingen mit Häuptling diesmal. Wie die Bescheuerten, ey. So, wir werden natürlich auf diese Brücke gehen und da versuchen, diese Herrschaften dort zu besiegen. Ich denke mal, da können die vielleicht auch nicht mit dem Zeug werfen, das wäre nicht schlecht. Au! Du Arsch! Ach, mein dritter Schlag setzt immer mehr auf. Mann, sind die schnell. So, sind die Häuptlinge schon gefallen. Ach, die sind verdammt schnell. Ich weiche nur mein Schlägen aus. Au. So, Nummer 2. Damn, wie schnell ist der?